Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Pokémon. So, für uns geht's auf zur nächsten Route. Ja, dann nehme ich nach hier. Puh, wie ist nicht einmal Chrom Lexis oder irgendwie so in der Art und Weise? Jetzt hier weiter. Wenn hier Weg, Route 10. Hey, du bist ein Trainer, oder? Oh, warte mal, du bist ein Psychotrainer. Ich habe gerade Gasing da vorne getan, weil es unter Level 33 ist. Wäre jetzt nicht so schlau. Allerdings, eigentlich ist es auch wieder so ein bisschen kacke, ne? Es ist halt wieder der Counter zu Psycho mit Geist, aber gleichzeitig ist es aber Psycho, hier der Counter zu ihm, weil er Gift ist. Das ist richtig kontraproduktiv, ey. Aber wir haben wieder ein bisschen was im Team, ey. Wir sind ja alle so ein bisschen kontraproduktiv. Die haben immer so schon die Stärke gegen die Gegner, aber gleichzeitig auch die Schwäche, ne? Komisches Team, was ich mir jetzt zusammengebaut habe, auf jeden Fall. Wow. Na gut, hat sich ja voll gelohnt, das durchzutauschen. Aber, ist gerade wohl schneller als Apollo, bestimmt, oder? Aber ansonsten hätte ich halt eine Vielfachstärke in den. Ist ja viel Psycho hier mittlerweile jetzt, in der Generation gewesen denn. Ich probiere es einfach aus, entweder ist er dann tot oder ich bin tot. Ja, deswegen gehen wir trotzdem auch nicht viel gegen Galagrati, weil es auch Kampf ist, das ist ja wie ein normaler Objektiv, kann ich auch Aquavelle einsetzen. Ne? Gucken wir mal, aber eigentlich, ich glaube Apollo ist aber langsamer. Also Gengar wäre glaube ich schneller, aber Apollo müsste sich halt wahrscheinlich noch entwickeln. Aber vielleicht liege ich ja auch falsch. Ich liege falsch. Okay. Was? Das hast du überlebt? Scheiße. Dann ist Gabi tot. So wie denn dazu. Ich habe Vielfachschwäche reicht schon aus, ey. Was hat eine hohe Spezialverteilung, das weiß ich, aber. Ich habe trotzdem gedacht, dass eine Vielfachschwäche da ausreichen würde, aber leider nicht. Na gut, dann. Ja, ich müsste Chef auch schneller sein. Du kannst Chef wahrscheinlich Galagrati dann hier auf jeden Fall töten. Dann machst du nachher, der ist doch gerade vor. Und dann können wir gleich nochmal zum Pokémon Center zurückrennen. Yay. Ja, bald sind wir Level 36 mit unserem Pokémon und dann ist unser Team auch voll entwickelt. Entwickelt sich unser Starter noch zu Ende. Gengar entwickelt sich auch Level 36 hier. Ja, wäre aber schöne Erfahrung gewesen für den uns hier, für unser Gengar. Silberhauch. Ja, ist an sich besser als Käfertrutz auf jeden Fall, ne? Und hat halt denselben Effekt hier wie Antikraft. Weil Lukam bufft uns auch ein bisschen. Oder nicht? Ich glaube schon. Alle kriegen Level ab, nur Gasi nicht. Das hat aber auch nicht gereicht hat, ey. Ich finde schon frech irgendwie. Hab schon aber wir haben auch ein Fahrrad, ne? Alter. Bisschen schnell hier mit dem Fahrrad. Das war unkontrolliert überall gegen fahren. So, dann kommt Gasel wieder nach oben. Bäre. Nein, nicht für den Baum anklicken, für die Bäre haben. So eine Japa-Bäre bringt, egal. So, ein Trainer hier noch, du, komm her. So, 10, ja. Boah. Wahrscheinlich haben wir auch Spuper mittlerweile. Reicht uns auch zweimal Samenbombe. Dürfte jetzt auch wohl. Macht doch ein bisschen viel. Wer es sich jetzt gedacht hätte. Warte mal, halt, bevor ich jetzt noch weiter wegfahre, fahre ich nochmal wieder zurück. Denn, ich will noch ein paar, glaube ich, drauf noch ein paar Mal hier Hypertränke und sowas mit dabei.
Wir haben nur so ein paar Super-Tränke auf Vorrat. Als AT bringt das mittlerweile nicht mehr so viel. Ja. Dann kann ich mir gleich mal hochheilen, wenn ich hier bin. Der Super-Tränke mit 50 KP ist echt mittlerweile ein bisschen kacke. Übertränke, ich weiß gar nicht, haben die hier noch 200 gemacht? Ja, war das ja genervt. Ich hoffe aber mal. Jo. Jetzt kommen wir aber alle, wenn ich pleite bin. Dann kommen wir erstmal 20. Aber deshalb brauchen wir Geld noch irgendwo anders für. Wir haben eigentlich noch mal ein paar Beleber einkaufen, so für den Fall der Fälle. Und wieder los. Trainer? Ja. Ein Kürbis. Ja, weißt du was? Tun wir uns schon mal noch kurz hier. So, aber, ich bin gerade Spukball schon eingesetzt, hat man kurz die Attacken sortieren hier. Spukball muss irgendwie nach oben. Das ist irgendwas unsortiert hier eigentlich nicht, ne? Nö. Ah, Team Flair schon wieder. Hallo, dich kenne ich doch. Nur dass du es weißt, diese Steine haben es in sich. Diese 3000 Jahre alten Trümmer sind nämlich. Was sind sie denn gleich genau? Ach, vergiss es einfach. Auge um Auge, Fossil um Fossil. Ich nehme jetzt gepflegt Rache an dir. Ah ja. Hundemond, das ist natürlich scheiße. Der Unlichttyp ist ein Blut, okay. Der setzt ja wahrscheinlich eine Unlichtattacke ein. Dann holen wir unser Kampf-Pokémon hier raus. Und natürlich ein Volltreffer. Aber den heilen wir uns wieder hoch hier, ne? Ich muss sagen, Schwalbos mit der Attacke ist schon ganz nice bisher. Ja, Aeroas ist nicht so die stärkste Flugattacke, also Ableithieb. Dann noch Schwertanz durch Dingens. Durch die TM. Tempo-Hieb, dass er nochmal überlebt hat, irgendwie mit ein paar HP. Ist schon alles ganz nice. Hoppla, die Niederlage jagt die nächste. Man könnte gleich mal, du seist kein gewöhnlicher Pokémon-Trainer. Tja, tja. Watch out, er wird erledigt. Der Holodog ist schon ein tolles Maschinchen. Deswegen kann man sich ganz gepflegt die neuesten Anweisungen von oben besorgen. Der Erfinder des Holodogs ist sicher selbst ein sehr gepflegtes Individuum. Aber egal, ich mache jetzt erstmal ganz gepflegt die Flatter. So, dann heilen wir noch kurz die Verbrennung. Habt ihr eine Beere dafür? Ne. Habe ich auch irgendwas im Messer heilen? Hat mir irgendwann einen Feuerheiler gefunden? Hm. Ich habe leider nichts, um Verbrennung zu heilen. Aber gut. Dann brennt sie jetzt ein bisschen, bis wir in der nächsten Stadt sind. Und das erste höchste Level werden wir jetzt wahrscheinlich eh nicht unbedingt so viel benutzen wollen. Auch wieder Psycho-Scheiße. Egal. Wechseln wir einfach wieder raus. Hätten wir jetzt einen Gengar. Na Leute, wieder so ein Doppelkampf. Hätten wir einen Gengar, wäre es nicht so. Alles ist nicht entwickelt. Hm. Ist Spukball? Ich sag, hätten wir einen Gengar, wäre es nicht unbedingt das Problem. Ob dann würde ich behaupten, One-Shot wäre auf jeden Fall immer. Oh. Aber die sind nicht entwickelt. Ich hoffe einfach mal, wir probieren es auch wieder aus, ob es reicht. Tu das. Mach das selber auf den. Also eigentlich, jetzt wäre ich eigentlich schon echt enttäuscht, wenn das nicht reichen würde. Ja, das war sehr krass.
Apollo, du enttäuscht mich echt. Aber noch besser kein Gengar, dann enttäuscht mich nicht mehr. Der Gengar-Spezialangriff ist schon ja, sehr krass. Aber fehlt ja nur ein Level jetzt. Ich glaube, ich steig mal ab, ey. Bei dem ganzen Gras hier. Ein Donnerstein. Yay. Ja, komm, ich will runter. Komm ich da nicht vorbei hier rechts? Was ist das denn? Ein Platz hier, ey. Schon noch einer von denen. Wo Erwachsene arbeiten, haben Knirpse wie du nichts verloren. Und ein Doppelkampf. Mal und Feuer. Natürlich also, halt hier drinnen bleiben, ne? Dann machst du hier einfach einen Giftschock. Du hast eine Ackerwelle. Und mal auch selben, falls er überleben sollte aus irgendeinem Grund. Oh ja, hat er sogar recht. Krass. Dann haben wir ja zum Beispiel selber angegriffen mit der Downness. Ah, da ist unser Starter Level 36. Das heißt, er entwickelt sich. Dann machen wir dasselbe nochmal. Und der stirbt, okay. Ach komm, ey, ein HP, HP sei schon ein Kill hier. Eine Erfahrung hat noch gefehlt hier. Knuddler. Wait, das ist immer noch Typ Pflanze? Fängt mal auf. Das ist immer noch Typ Pflanze, ne? Steht da? What the fuck? Eigentlich hätte es der Typ Fee sein sollen, laut der. Laut dem Dokument, das da quasi bei der Wurm da stand. Da steht da, dass es Typ Pflanze Fee ist. Aber ist es gar nicht, sehe ich gerade. Also jetzt war doch so die Fehlenattacken. Vielleicht ist das gerade auch nur falsch, weil ich will ja nochmal nachgucken. Vor allem bisher noch gar nicht geachtet, seit sie das entwickelt hat. Wenn ja, weiß ich schon gar nicht mehr. Mein klar ist dann. Ich weiß auch, wir auf jeden Fall noch im Team behalten. Weil es kann ja auch seine Fehlenattacken hier. Aber der Fehlenvorteil, der ist halt dann weg, ne? Leider. Das wäre schon ehrlich schade. Aber da schon gerade, dass es nur Typ Pflanze ist. Weil das Maskeding dann überhaupt Typ Wasser? Und vielleicht ist es auch Käferflug, habe ich nicht drauf geachtet. Muss ganz ehrlich sagen. Ich mach Magieflamme nochmal. Damit dann greift das Ziel an, indem er seine Spezialangriffe singt. Na gut, ein Erstschein macht halt genau dieselbe Stärke. Nee, das ist sogar schwächer. Dann wird er natürlich mehrere Leute treffen, ne? So ein Doppelkampf. Aber egal. 5 Stärke mehr. Spezialangriffe senken, nehmen wir mit. So, warte mal, jetzt muss ich erstmal meine Pokémon wieder inspizieren. Ne, du bist echt nur Pflanze. Ja, Ding ist, du bist aber auf jeden Fall auch kein Flug. Du bist auf Wasser. Also bei den beiden hat das stimmt, das Wasser stand. Nur du bist aber nur Pflanze. Das ist irgendwie sad. Weil es kann wenigstens das Knuddler so ist nicht. Aber ja, trotzdem irgendwie schade, dass es nicht so ist, wie es da stand eigentlich. Das lese ich mal für nächste Folge nochmal nach. Oder hat mich da einfach verguckt oder so. Weiß nicht, aber eigentlich bin ich der Meinung, da stand, dass es zu Pflanze viel sein sollte. Ein Ball mehr. Wir machen den noch platt hier, sind wir auch Level 36, ist gut. Oh. Das ist doch nicht so viel. Nee, es war gar nicht der Dach, ich hab gerade hier an. Wie heißt die nochmal? Auf diese Attacke, die man bei dem Attacken erlernen muss, wo man auch wieder so wie Hyperstrahl quasi erstmal eine Runde warten muss, danach die ganze Attacke davon. Keine Ahnung, weiß ich mehr, wie die hieß. Und daran habe ich gerade gedacht, aber das war die ja gar nicht. Das war, ist ja diese, wo es so eine Feuer- und Pflanzattacke gibt und wenn die irgendwie im Doppelkampf beide einsetzt, dann gibt es da irgendwie so einen Effekt dabei, oder nicht? Also wenn du da eigentlich Feuerattacke einsetzt, dann haben die Wasserattacke davon.
Ey, so komisch. So. Da haben wir jetzt aber unser Gengar. Das Ding ist, mir fällt gerade ein, dass es jetzt nur Typ Pflanze ist, hat sich nicht mehr als ein Typ Normal. Das hat aber seinen Typ verloren. Ich bin eh der Fan von Typ Normal, hat wahrscheinlich jetzt eh so viel gebracht. Aber es hat einfach nur den Pflanztyp jetzt. Eigentlich wäre es auch noch, ich glaube, Pflanze Normal gewesen, so Chronobild. Wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere. Dann steht auf einmal wieder ein normaler Trainer, alles klar. Schlappohr. Tja. Da wechseln wir aber, glaube ich, nochmal raus. Ich glaube, ich kann auch vorne mal wegnehmen. So doof, wie das hier jetzt mittlerweile ist. Lassen wir mal seinen entwickelten Starter hier ein. Das war so klar. Ich hab's gedacht. Ich hab's noch nicht ausgesprochen, aber ich hab mir schon gedacht, ich bin jetzt bestimmt gleich paralysiert. Oh, das ist. Ja, wohl, es ist uneffektiv, ne, aber. Ist trotzdem nicht so angenehm. Ja, ich bin wirklich paralysiert. Ja, komm, Alter, übertreib doch gleich nicht. Ey, wenn ich gleich wieder paralysiert bin, muss ich mich hochhalten, ey. Dankeschön. Ich hoffe mal, das reicht jetzt einfach. Das hat nur 65er Stärke, ne? Das reicht nämlich nicht. Ich brauche eine starke Feuerattacke auf jeden Fall. Was soll ich jetzt machen? Ja, kann ich erstmal hochhalten, am besten dann die Paralyse wegbatschen, ne? Hypertrank. Wie hat ich hier auch Psychoshock erlernt oder so? Fängt man mittlerweile so ein? Das ist vielleicht viel stärker gewesen, oder nicht? Ich glaube, hier habe ich die Attacken nämlich nicht sortiert. So, ich mache aber auf jeden Fall erstmal die Paralyse hier weg. Aber mein Glück wäre ich sofort wieder paralysiert, weil er setzt der ganze Donnerschlag ein. Muss auf jeden Fall gleich bei dem nächsten Pokémon-Center sind, nochmal ein paar Hyperheiler kaufen. Ne? Ja, ich hab Psycho-Shop, das macht schon viel mehr Damage. Weil ich glaube, der wäre dadurch auch nicht gestorben. Hat er ein halbes Leben bekommen bei 65er Stärke. Guck mal da. Das ist ein Schwalbers Sprint halt leider, ne? Was heißt denn die Adrenalin-Rage-Stop? Warte mal. Nee, Bericht. Jo, easy. So Adrenalin. Sein Zähne sich brennt. Fangen wir mal so auf, ey. Easy peasy, lass das mal ewig brennen. Und, ja komm, bleib mal auch drinne. Boom. Das ist ein heißes Aufwehr auf ihm schon echt nicht schlecht, ne? Der letzte Verbrennungsschaden, den negiere ich ja quasi einfach durch, dass ich den Ablertyp einsetze. Also im heißen Aufwehr werden wir das normale Spielverlauf wahrscheinlich eher weniger bekommen. Das ist ja meistens so ein Item, was du später hier mit hier deinen komischen GP-Punkten da kaufst oder so. Okay, wenn wir gerade in der Stadt angekommen sind, würde ich aber auch sagen, war es das für heute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.